Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich ein ganz schwieriges Thema, und zwar geht es ums ewige Leben. Tja, ewiges Leben habe ich mal in einem Video hier kurz andiskutiert und dann kriegte ich gleich Mails. Ja, oh, machen Sie mal ewiges Leben, tolles Thema. Und so habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und ist relativ viel bei zusammengekommen, geht ein Haufen Ethik und ein Haufen Zeug, was man sich so zusammensuchen muss, was also von den Medien, wie ich es hier immer im Vorspann sage, nicht so wirklich oft ja, behandelt wird, weil meistens die kritischen Seiten, Überbevölkerung, Bevölkerungsexplosion, ethisch verwerflich und so weiter und so fort, hier nach vorne getragen wird. Aber aus meiner Sicht müssen wir uns über die Ethik nochmal gesondert unterhalten. Und das ist dann im letzten Teil dieser Serie. Und jetzt fangen wir mal an. Und zwar habe ich vor, Jahre her, mal einen Jugendlichen oder sagen wir mal eher ein Kind in unserer Familie befragt und gesagt, ja, wie alt willst denn du werden? Da habe ich einen Zeitstrahl aufgemalt von 0 bis 100 Jahren und habe gesagt, da ist die Oma, da ist dein Vater, da ist der und so weiter. Wie alt willst du werden? Und mit einer zielstrebigen Genauigkeit, sie schauen von der anderen Seite, also muss ich so sagen, hat er einen Strich bei über 100 gemacht. Ne? Das heißt also, sein Ziel war es, möglichst länger zu leben als alle anderen, die um ihn herum waren. Ganz andere Sicht, eine ältere Dame, beste Gesundheit, also weit jenseits der 80. Und die redet sich permanent tot. Ja, ich mach's ja nicht mehr lange und so weiter. Was man da so bei den alten Leuten an Sprüchen hört. Eine bemerkenswert robuste und starke Frau. Vier neue Gelenke, zwei Knie, zwei Hüften. Und das im Laufe von 4 Jahren. Jedes Jahr eine. Ne? Was hätte man früher bekommen? Das hat Herr Lothar Späth, einen Vortrag von ihm gehört, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der hat gesagt, ja, warum sind die Krankenkassen so teuer geworden? Ja, früher, wenn eine ältere Dame einen Oberschenkelhalsbruch hatte, gab es eine Schraube und einen Stock, das war's. Ne? Und heute kriegen die eine Titanprothese und so weiter und laufen nach ein paar Tagen da wiederum wieder Dideldopp. Ja, ein paar Tage, also die stehen zwar nach 1,5 Tagen auf, ist eine schmerzhafte Sache. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ich so eine Prothese bekommen, ist größer 50%. Wir werden nämlich alle so lange leben, dass wir so eine brauchen werden. Jenseits unserer Evolution werden wir leben. Und da werden wir diese Schmerzen dann auch aushalten müssen. Also man sollte über die Dame nicht so lächeln und sagen, was machst du dich da rum? Oder so. Man sollte Mitgefühl haben mit dieser Dame, aber auch Respekt, dass sie das alles gemacht hat. So, unsere Lebenserwartung hat massiv zugenommen. Und woran liegt das? Nun, zuallererst, die moderne Medizin hat uns die Infektionskrankheiten weggenommen. Wenn man sich also mal so ältere Zahlen anschaut, woran die Leute gestorben sind, Infektionen an jeder Ecke und Kante. Dann natürlich Kriege, auch gestorben. Wobei, wenn man sich mal solche Bevölkerungsentwicklung von Ländern ansieht, so wie Vietnam, da wurden also endviele Vietnamesen fielen dem Krieg zum Opfer. Wenn man sich aber die Bevölkerungsentwicklung ansieht von Vietnam, da ist da so ein ganz leichter Schlenker drin. Da hat sich nicht wirklich viel passiert. Wenn man die Bevölkerung von Europa sich anschaut, da weise ich mal auf Hans Rosling mit seinen Zahlen hin, mit Bevölkerungsentwicklung und Reichtum und so weiter, dann sieht man, wie der Erste Weltkrieg einen ganz leichten Zuckerer macht. Und dann kam nach dem Ersten Weltkrieg die spanische Grippe und wupp, ging die Bevölkerung runter. Das heißt, also diese Infektionskrankheiten haben wir viel, viel höhere Fluss auf uns gehabt als die Kriege. Mag man gar nicht glauben, aber wie immer muss ich sagen, man überschätzt den Einfluss, den der Mensch auf unseren gesamten Globus hat, auch beim Klima. Sie kennen mich. Grippe-Epidemien oder früher, als die Pest kam und Ebola und Syphilis und was da alles über uns herfiel, das führte zu ganz massiven Toten. Die haben also, wenn man sich da alte Geschichten durchliest, wie viel Prozent der Bevölkerung einer größeren Stadt da auf die Friedhöfe rausgetragen wurde, das waren 50%. Ne?
Ja, heftig. Gut, einen Krieg will ich nicht verschweigen. Also der übelste in der Beziehung war wohl der 30-jährige Krieg. Also da haben sie also wohl auch die Hälfte der Bevölkerung eines nicht natürlichen Todes gestorben. Ja, dann natürlich die Ernährung. Heutzutage ist Ernährung so viel besser geworden. Und jetzt nicht nur bei uns, sondern global. Denn die Lebenserwartung war im Jahr 1800, weise ich nochmal hier auf das Video von Hans Rosling hin, lag die durchschnittlich bei 40 Jahren beim besten Land auf der Welt. Das war damals Großbritannien, 1800. Das Empire war stark. Heute ist es so, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei allen Ländern auf der Welt mindestens 40 Jahre beträgt. Das heißt, das hat sich umgekehrt. Früher sind wir bis 40 im Schnitt gestorben, heute sterben wir im Schnitt nach 40. Das ist ein gigantischer Erfolg mit der Lebenserwartung und das ist der modernen Medizin, der Ernährung, auch der Wohnsituation, dass wir nämlich jetzt trocken wohnen, vorwiegend trocken wohnen, geschuldet und nur an den Stellen, wo jetzt ja Failed States sind, wo also das Gemeinwesen in diesen Staaten nicht funktioniert, wo seit Jahrzehnten Bürgerkrieg herrscht, so Somalia und solche Ecken, Afghanistan oder so, da ist die Lebenserwartung ziemlich schlecht. Da ist auch die Wohnsituation schlecht und in Schwarzafrika, wenn Feuer in der Hütte gemacht werden, einer der größten Killer in Schwarzafrika ist der Feinstaub, ist der Rauch in der Hütte, Holzfeuer. Und wir fangen an und wollen alle unsere Kachelöfen und Pelletheizung und so weiter machen. Wir haben Feinstaub ohne Ende. Das ist ein Killer bei uns, ne? So, vielleicht nicht haben. Na gut. In Deutschland war die Lebenserwartung, da habe ich hier Lebenserwartung in Deutschland. Das finden Sie bei lebenserwartung.info. Und das sind also jetzt hier richtig Zahlengräber. Und da steht 1871 die Lebenserwartung der Männer in Deutschland 35,58 Jahre bei der Geburt. Wie gesagt, unter diesen 40 Jahren, Großbritannien lag da mit 40 Jahren an der Spitze der Entwicklung. Die Frauen knapp 3 Jahre mehr, 38,45. Und jetzt stellen wir sich die Frage, wie alt werde ich? Ja, mal statistisch, ne? Dass da ich morgen mit dem Auto vom Baum fahre und dahin bin, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, ist aber sehr klein. Wenn man es da nicht übertreibt, wenn man ein ordentliches Auto fährt und so weiter, kann man die ganzen Sachen minimieren. Mit Eisenbahn fahren ist momentan auch nicht so. Mein Make-up, ich wollte sagen, mein Teint glänzt heute, weil ich Sonnencreme drauf habe, ich bei diesen über 32 Grad mittags am See gesessen habe, zum Mittagessen Sonnencreme aufgelegt habe. Und wenn ich dann mit der Bahn fahren würde, statt mit dem Auto, um meine Lebenserwartung zu verlängern, dann bleibt dieser ICE mit der verreckten Klimaanlage liegen. Dann hat es da drin 40 Grad und dann kriege ich einen Herzkasper, weil ich auch nicht mehr der Jüngste bin. Oder so. Also die Lebenserwartung in den Zügen, ich weiß nicht, ob die so viel höher ist. Gut. Wenn ich mir jetzt dann die Zahlen angucke, und hier ist jetzt also die Tabellen der Lebenserwartungen in Abhängigkeit von den Geburtsjahren. Und die kann man direkt aus sogenannten Sterbetafeln ausrechnen, da drauf. Und dann 1950 waren es schon 63,95 Jahre für die Männer in Ost- und Westdeutschland gemeinsam. 1960 waren es schon 66,5 Jahre. 1970 waren es schon 67,5 Jahre. 1980 waren es 69,5 Jahre. 1990 schon 72 Jahre, 2000 schon 75 Jahre und 2010 schon 77,7 Jahre. Das ist doch mal eine Ansage, ne? Werde ich jetzt 78 Jahre alt? Das wäre mir jetzt zu wenig, ne? Da, wie sagt der Außenminister Fischer damals, als er 50 wurde, oh, der Horizont ist in Sicht. So, also das finde ich jetzt, fände ich jetzt zu wenig. Die Frauen, kommen wir auf die nächste Tabelle, 82,7, die haben also 5 Jahre mehr als die Männer hier. Allerdings, der Abstand nimmt ab. Ja, die Frauen kriegen auch die Männerkrankheiten. Die gehen jetzt vermehrt arbeiten, Herzinfarkt, Bäuche und so weiter. Ja, wenn man jetzt da eine Transgender-Operation sich machen lässt, steigt die Lebenserwartung. Nein, ich glaube jetzt nicht. So, aber es gibt noch eine ganz andere Zahl, und zwar, das ist die Lebenserwartung bei der Geburt. Wenn man jetzt sagt, man erreicht das 65. Lebensjahr, wie hoch ist denn dann die Lebenserwartung? Ja, dann steigt die Lebenserwartung, weil man ja ein paar Leute, die vor einem gestorben sind, schon hinter sich gelassen hat.
und damit die eigene Lebenserwartung steigt. Und zwar, wenn man sich jetzt diese E65, nennt sich das, anschaut, dann steht hier einer, der 1950, 65 war, hat also noch 13 Jahre Lebenserwartung, der wurde also 63 im Schnitt, war ein bisschen wenig. 1990 hatte er 14 Jahre Lebenserwartung, naja, bisschen besser, auch nicht so wirklich. Und jetzt hat er immerhin schon 17,5 zusätzliche Lebenserwartung. Das heißt, wenn ich die 65 erreiche, liege ich schon bei 82,5 Jahren Lebenserwartung. Gut, ist noch ein bisschen hin, aber meine Gesundheit ist so stabil, dass ich davon schwer ausgehe, dass ich die 65 erreiche und dass ich damit dann 82,5 Jahre alt werden sollte. Derzeit nimmt die Lebenserwartung pro Jahr um 0,15 Jahre zu. Das heißt, pro Jahr nimmt die Lebenserwartung um 1,8 Monate zu. Das ist meine Ansage. Das heißt, wenn jetzt jemand 50 ist, hat er für die nächsten 15 Jahre mal 0,15 2,25 Jahre zusätzliche Lebenserwartung. Das heißt, ich käme dann auf 84,7 Lebensjahre. Das klingt doch jetzt schon mal besser, ne? Also, jetzt habe ich mich schon hochdiskutiert, rein statistisch natürlich gesehen. Und jetzt muss man natürlich sagen, Nichtraucher. Ich habe mein Leben nicht geraucht, ich bin Nichtraucher. Und da sagen die Statistiken sehr, sehr deutlich aus, dass man damit 7 Jahre an Leben gewinnt. Gut, in diesen Tabellen, die aus den Sterbetafeln entwickelt wurden, sind die Raucher mit drin. Wenn man jetzt sagt, man hat ungefähr ein Viertel Raucher damit drin, ein Drittel haben wir nicht mehr, ein Viertel, dann gewinne ich nochmal 2 Jahre. Nein, eher mehr, eher 5, ne? 2 fallen auf die, ne? 5. Ne, 3 Viertel sind Nichtraucher, dann gewinne ich nur 2 Jahre. Gut, also, dann sind wir von meinen 84,7 sind wir auf 86,7. Dann muss man schauen, dass man kein Übergewicht hat. Gewähne mal noch ein paar Jährchen. Ich bin, ja, eigentlich im Übergewichtsbereich wahrscheinlich drin, wenn man es hart zählt. Und da zähle ich jetzt mal kein Jährchen bei mir mit dazu. Aber es gibt jetzt noch Untersuchungen. Ja, und hier sieht man praktisch, wie die Lebenserwartung steigt. Und da können Sie sehen, die Lebenserwartung steigt linear an und es ist kein Abschwächen zu sehen. Unsere Lebenserwartung nimmt permanent zu. Es ist nicht so, wir erreichen ein Maximum und das ist es dann. Oder ist alles so schlecht und die Leute sind so arm und alles geht den Bach runter und die Lebenserwartung sinkt oder so. Nee, konstant geht's vorwärts. So, aber dann gibt es noch sozioökonomische Unterschiede. Das heißt also, die gesellschaftliche Stellung macht etwas aus, ne? Selbstständige leben zum Beispiel 2 Jahre länger. Da habe ich schon wieder zu meinen 84,7 schon mal wieder 2 dazugezählt, 86,7. Allerdings, wenn ich verbeamtet wäre, würde ich noch etwas länger leben, da gewinne ich noch etwas. Ob ich das aushalten würde, wüsste ich nicht. So, wenn man Abitur hat, 4 Jahre dazu, ich habe Abitur. Wenn man ein höheres Einkommen hat, über 3000 D-Mark, Haushaltseinkommen pro Monat, gewinne ich nochmal 1,4 Jahre hinzu. So, allerdings jetzt dieses Abi und die gesellschaftliche Position dürfte sich mit dem Rauchen und dem Gewicht nochmal etwas abschwächen, weil Rauchen heutzutage eine Frage der, statistisch gesehen, eine Frage der gesellschaftlichen Stellung ist. Je gebildeter jemand ist, umso weniger wird geraucht. Ist halt so. Rauchen ist mittlerweile eine Unterschichtsfrage. Und wenn man jetzt sagt, oh, der Arzt raucht und der raucht und der raucht, ja, statistisch. Man wird immer Ausnahmen finden, wo Leute mit hoher sozialer Stellung rauchen. Aber die Statistik sagt, Rauchen ist eine Unterschichtsgeschichte. Aber, sagen wir mal, zähle ich nochmal 3 Jahre dazu für meine soziale Stellung. Dann komme ich auf
90 Jahre Lebenserwartung. Und wenn ich diese 90 Jahre mir so angucke, mit meinen Vorfahren und Verwandtschaft und so, dann kommt das ganz gut hin. Also meine Eltern, Großeltern haben auch nicht geraucht, die meisten nicht. Da kommt es hin. Es gibt einen Fall, über den habe ich schon mal bei Gesundheit, beim Video über Gesundheit schon mal gesprochen. Ich hatte einen Vorfahren mit dem BMI von 45. Ja, der hat es auch wirklich nicht lange gemacht. Ne? Das war's dann. Allerdings habe ich auf der anderen Seite auch einen Urgroßvater. Der hat 1872 einen Lungendurchschuss beim Krieg gegen Frankreich bekommen gehabt. Da fiel dann die eine Lunge zusammen. Und jetzt hatte er nur noch halbe Lungenleistung. Und auf dieser halben Lunge, und damit kriegte er dann mit, ich weiß nicht, 48 oder so, kriegte der dann von der Reichsbahn eine Rente, musste nicht mehr arbeiten wegen diesem Lungendurchschuss und hat dann noch 50 Jahre Rente bezogen, gute Rente bezogen und hat dann auf dieser halben Lunge auch noch ordentlich Zigarre geraucht, konnte sich ja leisten und jeden Tag noch ein Kilo Fleisch gegessen. Das verwischt langsam mit. Mit jeder Generation wird aus den 100 Gramm Fleisch wird ein Kilo. Ja, so, aber der ist 98 geworden. Das soll Ihnen jetzt nur zeigen, statistisch ist alles möglich. Der Quartalssäufer, hier habe ich mal über Alkoholsucht was gedreht, kann sehr alt werden. Der Kettenraucher kann sehr alt werden, aber statistisch gesehen eben nicht. So, es gibt also genetische Faktoren. Da weise ich mal auf dieses 23andMe hin, was ich gedreht habe. Und da drin ist dann auch noch ein Link auf Angelina Jolie, die ja eine Brustamputation hat machen lassen aufgrund ihrer genetischen Disposition. Und hier ist jetzt die Genetik mit drin. Und da lässt sich ruhig fragen, ist das ungerecht? Da fällt mir dann immer so aus den 70ern, gibt es einen Film mit Charlton Heston, Soylent Green. Da geht es darum, dass jemand mit so und so vielen Jahren Alter sich dann in die Lebensmittelfabrik begeben muss. Und dann wird er hinüber und dann dürfen die anderen Menschen dann seine Proteine essen. Ja, dass also niemand älter wird als eine gewisse Menge, weil halt riesig, das war damals die Zeit Club of Rome und Überbevölkerung der Welt und so, wo die Leute nicht verstanden haben, wie die Menschheitsentwicklung vonstatten geht. Ja, trotzdem bleibt es Dauerunterschiede aufgrund genetischer Disposition gibt es, wird es geben und müssen wir aus, jetzt ziehe ich wieder über die Roten her, ja, Sie wissen das, ne? Dafür habe ich heute auch ein rotes Hemd an, dürfen wir aus kommunistischen Gründen den Zwangstod von genetisch Bevorzugten fordern, einführen? Ja, das ist eine Frage der Ethik. Ich sage natürlich nicht, aber zu diesem ethischen Punkt kommen wir dann später. Ja, ewiges Leben. Für mich ist das größte Wunder im Leben, ja, ich bezeichne es als Wunder, weil ich es wissenschaftlich noch nicht beschreiben kann. Ich kümmere mich sehr stark um die Wissenschaft und bemühe mich immer alles das zu verstehen, was es da an Neuigkeiten gibt, dass mein Weltbild, hier habe ich mal was über mentale Weltbilder gedreht, da zusammenpasst und die Realität so halbwegs abdeckt. Aber an einer Stelle bin ich nicht Biochemiker genug, um das zu verstehen. Ich glaube auch, die Biochemiker selber sind noch nicht so ganz mit den Zusammenhängen da fertig. Mich wundert es immer, wenn Menschen mit ihrem Gensatz, der altert, der bekommt kosmische Strahlung ab. Da habe ich mir hier über kosmisches Klima was geschrieben. Diese kosmische Strahlung führt zu Mutationen, was langfristig die Entwicklung der Menschheit überhaupt erst möglich gemacht hat. Da habe ich hier was über Evolution gedreht. Aber dabei, bei solchen Mutationen gehen 99% immer nach hinten los oder 99,9% sind negativ. Da geht also Genmaterial kaputt. Und mit diesen kaputten Gensätzen, auch wenn man 25 oder 30 ist, wenn man seine Kinder bekommt, hervorragende Gensätze bei den Kindern wieder erzeugen kann. Das wundert mich jedes Mal, wie die menschlichen Stammzellen es schaffen, funktionierende Gensätze in den Kindern hinzubekommen, obwohl die erwachsenen Gensätze schlechter sind. Einfach durch die Strahlung auf der Welt belastet sind. Wenn wir rausbekommen, wie wir unseren beschädigten Gensatz
wieder so aufhübschen und reparieren können wie denen von unseren Nachfahren, unseren Säuglingen, die wir zur Welt bringen, ja, dann haben wir es einen guten Teil zum ewigen Leben geschafft. Das ist also für mich an dieser Stelle momentan noch das wissenschaftliche Wunder, das es ganz verstärkt zu erforschen gilt. Und da sind auch eine Menge Leute dran, da werden auch eine Menge Forschungsgelder ausgegeben. Der wichtigste Punkt bei unseren Zellen ist, eine Zelle hält nicht so ewig. Eine Zelle geht mit der Zeit kaputt und damit macht sie ja, blöde Sachen. Sachen, die wir eigentlich nicht wollen, zum Beispiel Altersflecke. Oder hier, ja, da habe ich doch immer einen. Ja, im Video auch bemerkt oder vom Spiegel morgens. Altersflecken, ganz typische Sache, Zelle defekt. Je älter man wird, sieht man bei den Menschen immer mehr so fleckige Haut, Pigmentstörungen und all solche Sachen. Ja, das ist die Strahlung, die da ein Menschenleben auf uns von der Sonne einbrennt und bei uns Gendefekte erzeugt und damit unsere Zellteilung negativ beeinflusst. Und im Prinzip ist es so, dass die Zelle entscheidet, habe ich sehr viel Energie vorrätig, dann kann ich es mir leisten, mich zu teilen und mit neuen Bausteinen eine neue Zelle aufzubauen. Und in die Zelle packe ich aus meinem Innersten, von dem geschützten Erbgut, vom Kern überhaupt, wo man es herbekommen kann, packe ich eine Kopie rein und dann fängt die Zelle frisch an mit möglichst wenig Schäden und läuft dann weiter. So, das kann sie jetzt 40, 50 Mal machen. Dann ist so ein Zähler, das nennt sich die Telomere, die am Anfang und am Ende von gewissen Gensequenzen dran sind, die werden bei jeder Replikation immer etwas kürzer. Und man sagt sich, die Windsors hätten also besonders lange Telomergruppen. Ich glaube, da gab es sogar eine wissenschaftliche Untersuchung, dass das tatsächlich stimmt. Und deshalb werden die so steinalt. Ne? Weil die einfach, wenn die keine Krankheiten bekommen, dann stirbt der Mensch ja, wie man so schön sagt, an Altersschwäche, weil einfach diese Zellteilung nicht mehr funktioniert. Und die haben halt ein paar Telomerenden mehr dran, dass die halt ein paar Mal mehr teilen können. Und wenn man sich das wirklich so betrachtet, so alle 5 Jahre, alle 7 Jahre, haben sich die Zellen dann komplett erneuert im gesamten Körper und haben auch neue Moleküle eingebaut. Das heißt, nach 7 Jahren oder so bestehen wir aus komplett frischen neuen Molekülen. So, und die Zelle muss nun entscheiden, habe ich genügend Energie zur Verfügung, dann mache ich so ein Teilungsding. Habe ich nicht so richtig viel Energie zur Verfügung, dann fange ich lieber an und repariere noch mal ein bisschen da. So ein paar Reparaturproteine lasse ich da loslaufen und soll noch dies reparieren und das reparieren. Und dann zögere ich halt die Teilung der Zelle noch mal 2, 3, 5, 10 Monate hinaus, ein extra Jahr. Und siehe da, auf einmal kann man nachher länger leben. Das ist wohl der Effekt, den man bei Säugetieren allgemein bemerkt hat. Wenn man Säugetiere auf Diät setzt, dann leben die länger. Das beginnt bei ganz einfachen Hamstern, Mäusen, Ratten und das hat man mittlerweile auch bei Rhesusaffen nachgewiesen. Das ist beim Gesundheitsvideo, habe ich das mit drin. Ich glaube, das war Chicago, Universität von Chicago. Ja, ich meine schon, dass es dort war. Und da haben sie praktisch 2 Kontrollgruppen gehabt. Eine, die lebte mit 30% Unterversorgung an Kalorien und die andere durfte essen, was sie wollte. Die einen waren fett und träge und Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, alles, was der Mensch auch hat, haben diese Rhesusaffen also auch bekommen. Und die andere, die schlanke, unterversorgte Gruppe, die allerdings mit Mineralstoffen und Vitaminen voll versorgt wurde, ne? Die lebte 30% länger. Also die eine Gruppe ist mittlerweile, das Experiment läuft jetzt schon 28 Jahre, glaube ich, die eine Gruppe ist so gut wie ausgestorben und die andere erfreut sich noch guter Gesundheit. Da sind die Ausfälle weitaus niedriger gewesen. So, das ist also dieser Hauptding, weshalb diese Telomere, weshalb man überhaupt drauf gekommen ist, dass diese Telomere, diese Kopierstart- und Stoppsequenzen an den Genen da so einen großen Einfluss haben. Und da sieht man, die ehemals Biologie macht heute den Sprung rüber in die Computerwissenschaft. Ne? Also was man da so an Gensequenzen und so weiter und so fort findet, peng, landet alles im Rechner. Und Biologe, so ein Molekularbiologe oder so, Genbiologe, Genstatiker, Gendynamiker, die sitzen vorwiegend am Computer und sortieren Gensequenzen. So,
Jetzt sagt man dann immer, oh nein, älter will ich nicht werden, ich kenne diese Sprüche. Oh, dann sieht man dahin im Altersheim, will man nicht und so weiter. Bei uns kam gerade jetzt im Juni 2013 eine Studie raus, von die der Landkreis gemacht hat, und zwar über die Altersheime. Und da hat man festgestellt, das Durchschnittsalter in den Altersheimen beträgt 85 Jahre. Gut. Und das Alter, das durchschnittliche Alter der Leute, die eintreten ins Altersheim oder eingewiesen werden, ne, also das ist das falsche Wort, aber die ins Altersheim reinkommen, beträgt auch 85 Jahre. Das heißt, das Eintrittsalter ins Altersheim steigt massiv an. Und vorher können die Leute halt selbstständig länger leben und vor allem gesund länger leben. Wobei man fairerweise sagen muss, die ökumenische Sozialstation, die bei uns mit diesen kleinen roten Autos rumfährt und häusliche Pflege macht, man sieht die Wagen permanent fahren, machen einen super Job. Also meine Hochachtung. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass die Leute 20% Verwaltung machen müssen und nicht vollständig diesen daheim zu pflegenden Menschen zur Verfügung stehen. Dennoch, Untersuchungen zeigen, dass die angenehme oder die lebenswerte Lebensspanne bei uns Menschen länger wird. Und das ist ja, worauf es ankommt. Und die Phase, wo wir Siechtum erleiden, wird mindestens mal relativ kürzer, wenn wir immer 2,5 Jahre Siechtum haben, aber die 2,5 Jahre Siechtum haben, aber die Zeit, in der wir gesund sind, wächst, dann wird relativ die Siechtumsphase kürzer. Gute Meldung. Ich glaube, sie wird auch absolut kürzer. Das heißt, man muss gar nicht so viel Angst davor haben, dass im Alter einem so schlecht geht und so alt will ich gar nicht werden. Und diese ganzen blöden Sprüche sind nur blöde Sprüche, haben mit der Realität nichts zu tun. Kann man bestes Beispiel sagen, früher hat jemand einen Oberschenkelhalsbruch gehabt. Das war furchtbar. Kam schon bald im Todesurteil gleich und dann kriegte der eine Schraube, Peng und einen Stock und das war's dann und dann saß er zu Hause hinterm Ofen und dann ist der relativ bald gestorben. Heute kriegt er eine Titanprothese da rein und ist nach 6 Monaten ohne Stock und Krücke am Laufen. Das macht das Leben dann mit der Mobilität wieder deutlich lebenswerter. Ne? Und solche positiven Nachrichten über das Altwerden muss man lange suchen, bis man das in den Medien findet. Da wird also immer nur von ewig schlechten Zuständen in Pflegeheimen gesprochen. Die Skandale werden vorgezerrt und so weiter und so fort. Ja. Kommen wir jetzt wieder zum ewigen Leben mit diesen Telomeren, den Start- und Stoppsequenzen von den Kopierschlüsseln. Da gibt es eine Telomerase, ein Enzym, und die hat man jetzt zumindest mal bei irgendein paar Tieren geschafft, dass man die Telomere künstlich verlängern kann. Das heißt, jetzt kann man die Zellen ein bisschen öfter sich vermehren lassen. Das heißt, man kann dort die Lebensspanne hinauszögern. Allerdings, die Kopierfehler werden ja nicht weniger. Man kriegt von Mal zu Mal mehr Kopierfehler rein und von Mal zu Mal funktioniert die Zelle schlechter. Sodass man jetzt zwar die Teilungsfähigkeit der Zelle vergrößern kann, aber die Informationsgehalt, der wird dann nicht besser, der wird nur schlechter. Das ist so, wie wenn Sie ein Papier auf einen Kopierer legen, einen Brief, und dann die Kopie wieder kopieren, die Kopie wieder kopieren, und das machen Sie 50 Mal und dann schauen Sie mal, was Sie nachher noch sehen. Gut, unsere Kopierer sind besser geworden, man sieht jetzt mehr. Das kann bedeuten, wenn unsere Biochemie besser wird, wenn unsere Gentherapien besser werden und wir so ein paar Reparaturgene in die Zellen einschleusen können, die diese Fehler vermeiden helfen oder sogar korrigieren können, dann ist das so wie ein moderner Kopierer, wo dann die 50 Kopie besser aussieht. Ne? Also diese Gentechnik zur Verbesserung dieser Fehlerkorrektur wird wichtiger und wichtiger und wichtiger. Ja, da muss sehr, sehr viel gemacht werden, und unsere extrem rigiden politischen Einstellungen der Ethikkommissionen in Sachen Gentechnik halte ich für überhaupt nicht zielführend in dieser Richtung. Überhaupt nicht. Und deswegen finden die großen Entwicklungen in dieser Ecke auch nicht in Deutschland statt. Nee, wir sind da ziemlich abgehängt und irgendwann wird man das sehen, dass das einen Einfluss haben wird. Wo sind denn unsere großen Killer? Habe ich im Video Gesundheit gezeigt. Herzinfarkte, Schlaganfälle,
Da kann Alkohol helfen, aber nur in kleinen Dosen. Leider, leider zu wenig, als sie trinken wollen. Kleine Mengen Alkohol putzen die Adern und bringen also da Linderung. Und dann hören wir immer Krebs. Krebs ist auf dem Vormarsch. Oh Gott, Krebs ist auf dem Vormarsch. Krebsepidemien habe ich auch bei Angelina Jolie, dem Video, beschrieben. Krebs ist nicht auf dem Vormarsch. Krebs macht sich nur immer mehr bemerkbar, weil wir älter werden. Und woran sollen wir dann sterben, wenn wir nicht an irgendwas vorher gestorben sind? Nun, irgendwann sterben wir an diesen Kopierfehlern. Die Kopierfehler nennen sich Krebs. Eine Krebssorte oder zwei Krebssorten sind da auf dem Vormarsch. Und zwar eine Krebssorte oder die Krebssorten aufgrund von Rauchen. Da geht es vorwärts und zwar vor allem bei den Frauen. Bei den Männern sind diese Raucherkrebsarten schon auf einem sehr hohen Niveau, weil die Männer früher zu rauchen angefangen haben als die Frauen. Die Frauen durften gesellschaftlich nicht und erst mit der Emanzipation, den 68ern und so, fingen die dann erst so in den 70ern das Rauchen an. Und 20 Jahre später oder 25 Jahre später geht der Krebs dann richtig los. Und diese Epidemie bei den Frauen sehen wir gerade, ne? Bei den Männern ist das auf hohem Niveau, stagniert das, ganz klar. Die haben direkt nach dem Krieg, mit Beginn des Wohlstands, mit dem Wirtschaftswunder, haben die das Rauchen angefangen und die sind schon seit 20 Jahren auf hohem Niveau. Und das ist ja auch das, was ich im letzten Beitrag gesagt habe. Die Nichtraucher haben 7 Jahre statistisch mehr. Ganz einfach. Hören Sie mit dem Rauchen auf, gewinnen Sie. Und zwar, auch wenn Sie jetzt im Alter von 30, 40, 50, 60, 70 das Rauchen aufhören, nach 10 Jahren haben Sie den Großteil der negativen Einflüsse aus ihrem Körper weg. Den Großteil. Ihre Lebenserwartung unterscheidet sich noch leicht von der eines Nichtrauchers, aber den Großteil haben sie wettgemacht. Es lohnt sich also, zu jedem Moment lohnt es sich, mit Rauchen aufzuhören. Werde ich hier auch demnächst mal ein Video drehen. Also Peak Rauch, Peak Oil habe ich immer geredet, Peak Rauch ist vorbei. Die letzten Steuererhöhungen und die ganzen Kampagnen und so weiter, die beginnen zu wirken. Bei uns nimmt der Anteil an Rauchern tatsächlich ab. Wir haben noch so ein paar andere Killer, so Alzheimer, Parkinson und so weiter. Daher die Liste ist lang von diesen Krankheiten, um die man sich kümmern muss. Aber wir machen Schritt für Schritt, machen wir Boden gut und wir leben länger. So, es gibt einen Naturwissenschaftler oder einen Wissenschaftler, Ray Kurzweil. Der sagt, wenn er es schafft, 110 zu werden, dann lebt er ewig. Warum? Weil die Welt sich extrem exponentiell entwickelt mit all dem Fortschritt. Da habe ich mal bei dem Video über die Zukunftsforscher darüber gesprochen. Sodass, wenn er 110 ist, der ist 1948 geboren, dass dann all die Techniken da sind, dass er ewig leben kann. Jetzt muss ich sagen, ich bin etwas jünger als der Ray Kurzweil und im letzten Video, Teil 1, habe ich doch deutlich ausgerechnet, dass ich die 90 Jahre erreichen sollte, statistisch. Vielleicht ist auch für mich das ewige Leben noch drin. Vielleicht schafft man dann auch erst 30 Jahre mehr. Aber hier, das explodiert an Wissen, an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, dass wenn man 30 Jahre schafft, ja, dann hat man es geschafft auf 100, ne? Also auf unendlich. Ne? Dahinter verbirgt sich Kurzweils Law of Accelerating Returns, also der sich beschleunigenden Zugewinne. Also der Zugewinn aus wissenschaftlicher Forschung wird von Jahr zu Jahr mehr. Das heißt exponentielles Wachstum. Und da hat er noch so ein paar andere Bücher geschrieben, muss ich jetzt alle mal nacheinander durch. Lesen, zum Beispiel auch den Singularitätspunkt bei den Computern. Ne? Wenn die auf einmal intelligenter werden als die Menschen und sich selber schneller weiterentwickeln können, hochinteressante Punkte, die er da hat. So, also, wir müssen gegen diesen Verfall kämpfen und da bieten sich künstliche Organe an. Ne? Also irgendwann werden wir mit der Genetik das schon packen, dass wir da Leber, ja, wenn man es mit Alkohol übertrieben hat, Leber, Nieren, Herzen, Milz, Magen, was man so braucht, sich nachproduzieren kann. Es geht dann auch los mit künstlichen, so Prothesen, Knie, Hüfte, geht alles wunderbar. In Fingern gibt es auch schon die ersten Prothesen drin. Dann so ein Herzschrittmacher oder Ergänzung am Herzen gibt es auch schon.
An der Stelle wird man dann irgendwann sagen, nee, man muss jetzt das Organ nicht mehr tauschen, sondern man macht eine Gentherapie und lässt im Körper das Organ sich schneller reparieren. Es bleibt das Gehirn. Ne? Das Gehirn, das neu wachsen zu lassen, ist nicht so einfach, weil man hat in seiner DNA nur, sagen wir mal, eine begrenzte Menge an Genen für das Gehirn. Die Grundstruktur, sagen wir mal, alles das in unserem Reptiliengehirn, das so atmen, alles was autonom geht, ne, das haben wir in der DNA drin. Und fürs Rest gibt es nur so eine grobe Bauanleitung. Und das, was an äußeren Einflüssen auf uns kommt, das geht also in die Großhirnrinde. So, und jetzt einfach sagen, wir machen ein neues Gehirn, ja, da ist da nichts drin. Ne? Jetzt das Gehirn Atom für Atom nachzubauen, na, müssen wir noch ein paar Jahrzehnte warten, bis wir sowas vielleicht mal können. Aber das Gehirn kann man auch so relativ fit halten, sonst würde ich, alter Sack, ja nicht mit den jungen Internet-Fuzis und YouTube-Leuten hier noch mithalten können. Also man kann auch fit bleiben, man kann nicht sagen, oh, das verstehe ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr und so weiter. Es liegt an Ihnen, da mitzukämpfen, mitzuarbeiten, ständig am Ball zu bleiben, dass das Gehirn plastisch bleibt, mitlebt, so nach dem Motto, das ist auch ganz gut, wenn man nicht so viel Urlaub macht. Sie haben also Intelligenzmessung gemacht, nach 3 Wochen Urlaub ist also die Intelligenz deutlich abgerutscht, messbar abgerutscht. Das Bild, was wir früher gehabt haben, Rente und dann 5 Jahre noch und dann Tod, das ist ein ganz anderes geworden. Es gibt eine Schweizer Studie, da haben sie rausbekommen, dass die Zufriedenheit des Menschen mit dem Alter wächst. Und zwar so lange, bis also die richtig wirklichen massiven Krankheiten einsetzen, steigt die Zufriedenheit. Ich muss auch sagen, je älter ich werde, umso zufriedener bin ich. Und ich möchte auf keinen Fall wieder zurück. Ne? Was will ich da mit dem Alter von 30 da? Was gab es denn da damals? Ne? Boah, die 70er, 80er, boah, 90er. Das war ja boah, Zeiten, da möchte ich ja im Leben nicht mehr zurück. 2 Drittel der Menschen sind so gut drauf, dass sie also mit fortschreitendem Alter die Sache positiv sehen. Und nur 1 Drittel sind diese, Entschuldigung, Stiegstiefel, die sagen, im Alter wird alles schlechter. Und oh, ich wäre so gerne wieder 30 und so. Und ganz wenig, also was heißt ganz wenig, ist nur 1 Drittel der Bevölkerung. Was war denn damals? Ne? Keine wirklich gute Krankenversorgung. Kein wirklicher Wohlstand. Kein Whisky. Man lohnt es sich doch nicht zu leben, ne? So, was können wir jetzt ganz proaktiv tun, um unser Leben wirklich aktiv zu verlängern, um dem ewigen Leben näher zu kommen, die nächsten 50 Jahre durchzuhalten, bis halt diese Hilfen da sind, dass man dann ewig leben kann, was dann Teil des nächsten Beitrags sein wird? Oh, zuallererst mal nicht rauchen. Punkt 1, nicht rauchen. Und zwar heute Schluss. So, moderat Alkohol. So, Abstinenz sieht aus, als ob das auch nicht so ganz gut wäre. Moderat Alkohol. Geringes Gewicht. Den Zellen Hunger vorschreiben, dass die Telomere da nicht so arg gekürzt werden. Ne? Vernünftiges Maß an Bewegung. Ja, nicht zu viel. Früher die Leute, die so hart haben arbeiten müssen, die sind auch früher gestorben. Verschleiß gegen Freihalten der Gefäße. Das ist die Sache. Sie müssen einen vernünftigen Mittelweg finden, dass sie sich also da nicht überanstrengen, dass sie sich aber auch nicht hier die Adern und so weiter verfetten, was dann nachher zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führt. Also da muss man einen vernünftigen Mittelweg finden. Vitamine essen. Gab es eine Untersuchung, die dauerte über 11 Jahre an 15.000 amerikanischen Ärzten, die täglich ein Multivitaminpräparat nahmen. Das Krebsrisiko sinkt leicht. Allerdings aus meiner Sicht ist das alles noch im Rahmen der Schwankungsbreite. Nicht signifikant. Und aus meiner Sicht fehlen bei diesen künstlichen Vitaminpräparaten fehlen die echten biologischen Katalysatoren, die in typischen Früchten drin sind. Diese Prävitamine, Flavoide und wie das ganze Zeug alle heißt. Ich gebe zu, ich nehme Multivitaminpräparate, so 50+. Aber ich esse grundsätzlich dazu Obst. Grundsätzlich, damit ich diese biologischen Katalysatoren im Körper habe und da, dass die dann diese künstlichen Vitamine und Mineralstoffe, Spurenelemente noch helfen können aufzunehmen. Tja, das ist doch mal eine tolle Sache. Manchmal hilft das Hoffen auch, ne? Also Selbstheilungskräfte des Körpers. Wer also positiv drauf ist, ist weniger krank. Ganz einfache Sache. Wer positiv denkt, weniger krank.
Ne? Drum sind auch, Entschuldigung, kann ich mir nicht verkneifen, darum sind auch die Linken immer so mies drauf. Die sehen also nur die Probleme in der Welt, sind richtig mies drauf. Und die Schwarzen, die das also dann von Gott gegeben und so weiter, ne? Also diese richtig andere Seite des Spektrums, ne? Die sind da besser drauf. Ne? Ja, sollte sich in der Lebenserwartung auch niederschlagen. Auch wenn der Schmidt, Helmut Schmidt, da ein bisschen in die andere Richtung geht. Aber der Weizsäcker hält genau dagegen, gleiche Alter. Ne? Gut, Vitamine, der Linus Pauli, doppelter Nobelpreisträger für Chemie, wann war er? 54, hat er für Chemie über Bindungsdinge bei der Chemie, hat er da erforscht, hat den Nobelpreis bekommen und dann 64 hat er nochmal Friedensnobelpreis bekommen, weil er sich da proaktiv gegen Atomwaffen eingesetzt hat. Einer der wenigen, die zweimal Nobelpreis bekommen haben in zwei verschiedenen Fachgebieten. Zwei verschiedene Fachgebiete, glaube ich, ist der einzige. Der hat auch extreme Vitamindosen zu sich genommen. Immerhin ist er auch 93 geworden. Ne? Und das bei der Geburt kurz nach 1900. Ne? Also da war dann die Lebenserwartung, ich habe es die letzten gezeigt, die lag da bei 55 Jahren oder sowas. Ne? Ein bisschen älter geworden, das Doppelte. Ne? Vielleicht, und Vitaminversorgung wird bei uns also immer ganz hübsch gewettert. Und da fragt man sich immer, warum? Da kann man auch eine kleine Verschwörungstheorie bringen. Ne? Weil an einer Vitaminversorgung der Bevölkerung verdient ein Arzt nichts. Das gibt es nämlich ohne Rezept. Wenn der Patient allerdings krank wird, dann verdient der Arzt was dran. Also unser Gesundheitssystem an der Ecke ist nicht so ganz effektiv. Das fördert die Krankheit, ein Krankensystem. Auch zum Beispiel, wie sagt ein Arzt, wenn man dem so am Maibaumfest zusammensitzt in Seeshaupt, dann sagte mir ein Arzt, ja, ist eine schwierige Sache, sagt er, wenn das Wetter schlechter wird im Herbst, die ganzen Bronchitis und Erkältungsfälle und so weiter, alles die Raucher, ne? Sagt er, die kommen rein, kann man riechen, das sind die Raucher, ne? Das heißt, die haben eine Dauerentzündung in ihrer Lunge drin, die versucht, den ganzen Schleim und Zeug alles da auszuwerfen. Und damit sind sie besonders anfällig gegen Infektionen. Sagt er, und wenn die Leute alle nicht rauchen würden, sagt er, im Herbst wären die Praxen leer. Auch nicht ganz einfach, ne? Weil von diesem Dauerinfekt, da lebt unser Gesundheitssystem ganz heftig. Ne? Ich merke persönlich, ich habe seit einem Jahrzehnt hier keine nennenswerten Infekte mehr gehabt. Ne? Und das merke ich an meiner Nase. Ich kann nämlich meine Videoverkostungen, hier blende ich meinen Kanal von The Whisky Store ein, habe ich eigentlich durchgängig machen können. Ich hatte nie eine verstopfte Nase, ich hatte nie Erkältung. Gar keine Probleme. Ja, also man kann, wenn man sich um seine Gesundheit da in der Ecke kümmert und proaktiv Dinge tut, kann man da ganz schön was gegen diese täglichen kleinen Krankheiten unternehmen. Das ist doch mal was Schönes. Es gibt noch viel zu forschen. Es gibt sicherlich Dinge, die man auf keinen Fall falsch machen sollte. Und dazu gehören, nochmal zu wiederholen, kein Extremsport, kein Rauchen und auch nicht viel Alkohol. So, in den vorigen beiden Teilen haben wir uns also unterhalten, wie wir zu diesem ewigen Leben kommen können. Und nun stellen wir mal die Frage, wie könnte denn in 50 Jahren, wenn denn nun Ray Kurzweil mit seinen Prognosen recht hat, und ja, andere Zukunftsforscher sehen das vergleichsweise ähnlich, wie könnte denn das ewige Leben dann aussehen? Ne? Menschen haben sich das ganz lange vorgestellt. Es gibt ein Bild vom Kranach, dem Älteren, vom Jungbrunnen. Auf der einen Seite steigen also die alten Frauen rein, auf der anderen Seite kommen sie nackert jung wieder raus. Ja, also da ging es wohl mehr so um das Äußerliche, denn um das Innerliche. Ja, hängt in Berlin irgendwo das Bild. Ne? Und dann im den Indiana Jones Filmen, da sind sie auch auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und da nimmt doch der Vater vom Indy, der kriegt ja dann zum Heilen seines Schusses da, kriegt er doch Wasser aus dem Heiligen Gral. Der müsste doch jetzt theoretisch ewig leben. Der müsste doch in Folgeserien auch, Sendungen immer dabei sein. Wenn man sich aber Sean Connery, der Schotte, ja, George Trubisky, oh, heute haben wir Amerikanischen da. Wenn man sich den anschaut, der ist mittlerweile doch ganz schön gealtert und der geht so langsam auf die 90 wohl zu. Ja, was hat man noch gemacht? Man hat Tiere verstümmelt. Da, um einmal natürlich immer die Potenz, die ja auch Zeichen der Jugend ist, zu fördern, auf der anderen Seite auch um Langlebigkeit zu erreichen. Und
das habe ich im Video über der Videoserie über die Gesundheit besprochen, Resveratrol. Das ist eine Substanz im Rotwein enthalten, die wohl für die Verlängerung des Lebens nicht verantwortlich, aber möglich sein kann mit dieser Substanz, weil sie den Sirtuin-Stoffwechsel oder Sirtuin-System-Proteine dort fördert. Naja, wenn man sich genau anschaut, wie das Resveratrol hergestellt wird, dann wird es heutzutage aus Pflanzen gewonnen und nicht aus Wein. Ne? Ja, die Zunahme der Lebenserwartung, habe ich in einem der letzten Videos erzählt, zeigt keine Abschwächung. Das geht konstant hoch. Pro Jahr gewinnen wir 0,15 Jahre an Lebenserwartung dazu. Also fast 2 Monate pro Jahr, die wir dazu gewinnen. Das aktuelle Höchstalter waren bislang 116 Jahre. Der ist jetzt im Juni 2013 ist der älteste Mensch der Welt mit 116 gestorben. Das war bislang das Höchstalter, aber wir werden diese Rekorde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten permanent fallen sehen. Derzeit sehe ich das ewige Leben für mich persönlich noch nicht. Ich sehe es eher so, dass meine Gene in meinen Kindern und in deren Kindeskindern weiter aufgehen. Da nimmt natürlich dann meine persönliche Genfracht in diesen Kindeskindern immer weiter ab. Aber dazu gehöre ich dann zur Gesellschaft, zur Art des Homo sapiens. Und dann geht mein Genpool halt in der Gesamtpopulation der Homo sapiens mit auf, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Damit kann ich gut leben. 200 Jahre Lebenserwartung wären besser für mich, würde ich besser mitleben können. Also ich hänge schon an meinem Leben, ich sehe das sehr, sehr positiv. Und diese 200 Jahre, da fange ich sofort an, einen Sprung zu machen zum 200-Jährigen. Sie werden das kennen von einem Film, wo ein Roboter 200 Jahre alt wird. Robin Williams spielt da den Roboter und der überlebt dann mehrere Generationen Menschen. Ist einer der ganz, ganz wenigen Roboter oder der einzige Roboter, der da auch diese Intelligenz hat. Und am Ende will er menschlich werden und infiziert sich deshalb mit irgendeinem Robotervirus, drücken wir es mal so aus. Und der führt dazu, dass seine Lebenserwartung endlich wird und dass er dann am Ende sterben kann. Der Film ist da sehr schnulzig gemacht, aber im Grunde sind die Punkte gut herausgearbeitet. Das Buch sollte man unbedingt lesen, der 200-Jährige vom Isaac Asimov. Denn da wird es noch viel, viel stärker ins Detail getragen, was man aufgrund des ganzen populistischen Beifallheischens in diesen Filmen nicht so in die Tiefe tragen kann. Wir laufen auf einen Singularitätspunkt zu. Ray Kurzweil, Wissenschaftler, hat den auch schon ordentlich beschrieben. Und dieser Singularitätspunkt bedeutet, Roboter oder sagen wir mal Computer werden immer leistungsfähiger und irgendwann werden Computer so leistungsfähig sein, dass sie leistungsfähiger als Menschen sind und können sich dann selber schneller weiterentwickeln, als der Mensch das mit einem Computer kann. Und damit wird die Sache exponentiell abgehen. Nicht nur so wie hier, sondern dann auf einmal so nahezu senkrecht nach oben. Das wird dann gerne von den Science-Fiction-Autoren Terminator beschrieben, dass also dann die Sache ins Negative fällt, dass also die Roboter dann die Menschen versklaven werden. In gewisser Weise ist was dran, wenn sich zwei intelligente Spezien einen Lebensraum teilen, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass die eine Spezies die andere verdrängen wird. Wie es zwischen dem Homo sapiens, oder war das damals noch der Erectus, der Homo sapiens mit dem Neandertaler wohl gemacht hat. Anzeichen für eine Ausrottung sind jetzt nicht so super gegeben, aber er könnte einfach um Nahrung, um Lebensraum konkurriert haben und könnte dabei gewonnen haben. So. In den nächsten 50 Jahren können wir so weit kommen, dass die Roboter oder sagen wir die Computer zu uns aufgeschlossen haben, uns vielleicht sogar überholt haben, dass wir die Singularität erreicht haben. Einige Leute sagen, nein, Roboter können nie so intelligent wie Menschen werden. Vorsichtig, wir Menschen haben hier oben auch nichts anderes als einen Computer mit gewissen Speicherfähigkeiten, mit ein paar Bewertungsmechanismen für Gut und Böse, für Aufregung, Glück,
Zufriedenheit und so weiter und so fort. Das lässt sich alles simulieren. Und es gibt mittlerweile Simulationen für das Gehirn. Und da muss man sagen, da gibt es ein EU-Flagship-Förderung gibt es da bei dem Human Brain Project. Da arbeiten also viele, viele verschiedene Forschungsinstitutionen zusammen, um das menschliche Gehirn in einem Supercomputer zu modellieren. Auf der einen Seite ist man früher angefangen und hat gesagt, man baut neuronale Netze, wie unsere Gehirne wohl aufgebaut sind, und lässt die lernen und lässt also nun dieses menschliche Gehirn im Computer lernen, ist aber wohl ganz schön zäh, und diese großen Netze, das wird ganz schön langsam, und so ist das Gehirn auch nicht aufgebaut, sondern das Gehirn ist in Substrukturen unterteilt, sogenannte neuronale Säulen, und die sind sich sehr ähnlich, die sind wohl auch von der Anlage her genetisch verdrahtet. Was mit diesen Säulen nachher dann gemacht wird, das ist dann wieder dazugelernt und so. Die erste Möglichkeit, ewiges Leben zu erreichen, wäre, seinen Gehirninhalt in so ein künstliches Gehirn zu überspielen. Die Leistungsfähigkeit der künstlichen Gehirne könnte in 50 Jahren soweit sein. Und man muss dann halt einen Weg finden, wie man seinen Gehirninhalt in diese Gehirnprothese übernimmt, und diese Gehirnprothese muss dann weiterhin die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, die Plastizität, die Formbarkeit, die unser Gehirn hat, weiterzuführen und die gleichen Möglichkeiten in diesem künstlichen Gehirn in altbewährter Methode weiterleben zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Project Blue Brain. Ja, Blue ist immer Blue Jean und so, das ist alles IBM. Blue Brain und die École Polytechnique Fédérale de Lausanne und die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, die haben jetzt diesen Supercomputer von IBM angeschafft und wollen damit ein komplettes Mäusegehirn simulieren. Das ist eine richtig heftige Sache, und wenn sie das schaffen, ein Mäusegehirn zu simulieren, dann ist der Mensch nicht weit. So, das ist also Möglichkeit 1, wie wir zu einem ewigen Leben kommen können in einem Rechner. Und wenn man sich dann anschaut, wie heute die ganzen Roboter sich bewegen können, das heißt diese ganzen Handhabungsmechanismen, was es an künstlichen Prothesen gibt und so weiter, dann wird man sicherlich auch in einem Tornister auf dem Rücken oder so seinen Computer auf irgendeinem Roboter mittragen können, dass wir also auch unsere Mobilität behalten. So, das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir auf dem biologischen Weg weitermachen, dass wir die Telomere, von denen ich in der letzten Folge sprach, also diese Kopier-, Start- und Stoppsequenzen an unserer DNA, dass wir die künstlich verlängern, damit also eine beliebig lange Replikation unserer DNA ermöglichen und gleichzeitig eine Gentherapie mit einführen, dass wir die Schäden auf dieser DNA reparieren können. 2005 wurde der erste volle Gensatz eines Menschen sequenziert, und es wird nicht mehr lange dauern, und da weise ich mal auf das 23andMe hin, die arbeiten da also schon mit 180.000 verschiedenen Gensätzen, allerdings nicht vollständig. Es wird also wenige Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt dauern, bis wir über 1.000 menschliche Genome vollständig sequenziert haben. Letztlich habe ich irgendwo was gelesen, wir hätten jetzt 3 oder 5 oder 8 oder irgendwie eine einstellige Zahl. Wird aber nicht mehr lange dauern, dann haben wir also viel, viel mehr. Und dann kann man sehen, was für Unterschiede sind in diesen ganzen Gensequenzen. Und dann sehen wir die Individualität. Was haben wir alle gleich? Was haben alle Weißen gleich? Was haben alle Schwarzen gleich? Was haben alle Asiaten oder alle Gelben gleich? Bleiben wir bei den Farben. Was macht da die Unterschiede aus? Und dann innerhalb des kaukasischen Typs, zu dem ich auch zähle, was gibt es da für Unterschiede drin? Und dann wird man im Prinzip sehen, was kann man völlig unbesehen kopieren. Wenn also irgendwo eine Gensequenz kaputt ist, dann nimmt man vom intakten Genom diese Gensequenz, schleust die ein, repariert die wieder, und wunderbar, alles läuft wie gehabt. Die Haut hat immer so Flecken gehabt, ne? Dann schwupp, Gensequenz rein, makellose Haut. So, da wird es dann ethisch schon ein bisschen schwierig. Darf man sich verbessern? Wie viel darf man sich verbessern? Soll man sich verbessern?
Wenn man sich verbessert, muss man vielleicht dann erst 20 Jahre später wieder die Haut regenerieren oder so, oder die Gene für die Haut regenerieren. Was darf man machen, was darf man nicht machen, muss man drüber reden. Unsere Ethikkommission in Deutschland gegen alles sowieso. Ne? Also da hocken völlig die Falschen drin. Was ist jetzt, wenn nun Fehler auf individuellen Genen drauf sind? Darf man sich dann aussuchen, was man sich repariert haben möchte? Fragen über Fragen, ne? Werden wir uns alle in Zukunft stellen müssen. Hätte Angelina Jolie, weise ich mal nochmal auf das Video von ihr hin, sich ihre Brüste reparieren lassen sollen, gentechnisch, dass sie also diese Breast Cancer Gene 1 and 2 sich hätte reparieren lassen, wäre das nicht billiger für die Allgemeinheit gewesen, als die Brüste komplett zu entfernen und durch Silikon zu ersetzen? Wäre es vielleicht günstiger für die Gesellschaft gewesen, wenn man gentechnisch operiert hätte? Ja, so, dritte Möglichkeit, Körperklonen. Körperklonen ist kein so großes Problem mehr. Das Schafe Dolly hat man geklont, aber es starb genauso schnell wie nicht das Mutterschaf, sondern das Spenderschaf, weil die Telomere mitgeklont wurden und die wurden nicht länger. Ne? So, das heißt, wenn man da klont, sollte man noch hingehen und sollte im Prinzip ein Embryo aus sich selbst schaffen mit den reparierten Genen, dass es wieder bei Null losgeht. Und dann im Prinzip versuchen, einen Gehirntransfer zu machen. Alles weite Ferne. Oh. Überhaupt nicht dran zu denken im Moment. Oder dann das in ein computertransferierte Gehirn Bertonister auf dem Rücken mitzutragen auf diesem Klon. Oder eine Datenverbindung zum Großrechner und dann später sind die immer so groß, da steckt man sich da oben rein. Ja, dass man sowas hätte, unsere Gehirnverknüpfung nachzubauen. Die einen sagen, ja, wir haben 100 Milliarden Zellen im Gehirn. Die anderen sagen, nee, eher sind es 1 Billion Zellen. Und die alle nachzubauen, das Gehirn da hinzubekommen, ganz schwierige Sache. Da so eine Niere oder so eine Leber herzustellen, dürfte da doch einem deutlich leichter fallen. Das Gehirn ist da eines der schwierigsten Systeme überhaupt. Vielleicht könnte man sich auch sagen, man hat sein eigenes Kind, zeugt vom eigenen Kind einen Klon und in diesen Klon packt man dann sein Gehirn rein. Ja, es geht darum, den Geist, was immer diesen Geist ausmacht, und ich gehe davon aus, dass dieser Geist durch eine Interaktion zwischen Zellen stattfindet, dass da nicht eine unsterbliche Seele ist, die da irgendwo schwebt, davon gehe ich nicht aus, sondern ich gehe davon aus, dass es eine physikalische Grundlage für unseren Geist in unserem Gehirn gibt, dass man den auf irgendetwas übertragen kann. Das ist es. So, Möglichkeit 4. Das ist das von unserer Ethikkommission. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod. In der Ethikkommission sitzen also auch die Religionsvertreter drin. Ne? Man glaubt an ein Leben nach dem Tod. Man soll dem lieben Gott nicht ins Handwerk pfuschen. Und das machen wir nicht. Ne? Da habe ich mal hier ein Video zur Religion gedreht. Ich habe Religion nicht erleben dürfen. Ich habe Glauben nie gefunden. Zu sehr auf der wissenschaftlichen Seite gehangen. Ich kann mich da jetzt auch nicht mit Gewalt hinbewegen, sodass also diese vierte Möglichkeit für mich persönlich nicht stattfindet, dass ich nicht sage, ja, Leben nach dem Tod reicht schon. Für mich ist Leben nach dem Tod, meine Gene leben in meinen Kindern weiter. Tja. Vierter Teil. Da geht es dann darum, was denn das alles für soziale Auswirkungen auf uns haben wird. Da weise ich mal hier drauf hin. Kann ich allerdings erst einbinden, wenn das andere Video morgen dann online gestellt ist. Ja, hier habe ich den Link auf Teil 1 von der bisherigen Serie. Und heute wollen wir uns mal um die Auswirkungen von ewigem Leben, um diese Auswirkungen kümmern. Nun, als erstes möchte ich da eine Buchempfehlung aussprechen. Und zwar Robert A. Heinlein, großer Science-Fiction-Autor. Der hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch lautet der Titel Die Leben des Lazarus Long. Habe ich in meiner Jugend gelesen, habe es dann später nochmal gelesen. Wirklich lesenswert, ein wunderbares Buch. Er ist etwas exzentrisch, dieser Robert A. Heinlein. Und er wird auch als konservativer Anarchist bezeichnet. Interessant.
Die Übersetzung ist ein bisschen unsensibel. Es sind riesig viele Lebensweisheiten, Sprüche drin, Zweitreligionen, tolle Sachen. Originaltitel nennt sich Time Enough for Love und ist also weitaus besser geschrieben. Wenn Sie Englisch gut beherrschen, kaufen Sie auf Englisch, ist einfach besser. Und dieses Buch kann man alleine, ja, man kann es lesen, man kann es verstehen, aber man sollte es als Nachfolgebuch oder als Fortsetzung von Methusalems Kinder lesen. Ja, Robert Heinlein, ein ganz, ganz toller Autor, habe ich viel und gerne gelesen. Was will man machen, wenn man ewig lebt? Haben Sie genug auf Ihrer Agenda, dass Sie ewig leben können? Also ich sag mal, 200 Jahre, ja, kann ich mir vorstellen. Aber vom 201. bis zum 300. Jahr, was ich dann mache, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ist zu weit weg. Das ist genauso schwierig, wie sich eine Milliarde vorzustellen. Ne? Es wird aber nachher was geben, wo ich dann sagen kann, ja, ich kann mir doch vorstellen, was in 300 Jahren, was ich da leben werde. Gut, was macht der Lazarus Long im Buch von Robert A. Heinlein? Der will sterben. Der zieht sich zurück in irgendein Altenheim auf einem abgelegenen Planeten. Ja, die reisen durch den Weltraum und möchte da einfach nur ungestört sterben. Und dann finden sie ihn doch, holen ihn raus, Blutwäsche, glaube ich, nennen sie das dort. Und dann peppeln sie ihn wieder hoch, zack, und wie frisch. Und auf einmal ist auch der Wunsch zu sterben wieder weg. Ja, unser Wunsch als Mensch irgendwann abzutreten ist eindeutig mit den Krankheiten des Alters verbunden. In einem der letzten Folgen habe ich erzählt, dass es da eine Schweizer Studie gab, dass 2/3 der Menschen das Altern sehr, sehr positiv sehen und sich freuen darüber, über den Wissenszuwachs und die Ruhe, die man im Alter findet und. Solange sie noch unterhalb dieser Siechtumsgrenze liegen. Gott sei Dank schiebt sich diese Siechtumsgrenze immer weiter raus, dass die Leute immer länger zufrieden sind. So, und das hat also der Robert A. Heinlein also sehr gut in seinem Buch erkannt und beschrieben. In dem Moment, wo er im Siechtum drin ist, möchte er dann doch sterben. Robert A. Heinlein plädiert auch für einen ständig präsenten Selbstmordhebel. Dass man so wie in der Dusche hingeht, zack und peng tot. Dass also jeder selber entscheiden kann, wann er sterben möchte. Das nenne ich mal ein wirklich selbstbestimmtes, eigenes Leben, Eigenverantwortung, dass man selber entscheidet, wann man sterben will. Wenn man selber entscheidet, wie lange man lebt, ist es automatisch so, dass man sagt, er zieht sich in dieses Altenheim auf einem drittklassigen Planeten zurück, dass er dort in Ruhe sterben kann. Das ist genauso eine Entscheidung, wie zu sagen, oh, ich bin topfit und jetzt ziehe ich am Hebel und will sterben. So, aber damit will ich es jetzt belassen bei dem Buch. Das ist nämlich so lesenswert. Besorgen Sie es bei Amazon. Da findet man immer gebrauchte Exemplare oder so. Ich glaube, es gibt sogar neu. Bin ich ganz sicher. Die Anzahl an Unsterblichen wird auf der Erde erstmal ganz langsam zunehmen. Das wird nicht so schnell gehen. Weil das wird Millionen kosten. Ein Grund, warum man viel, viel Geld scheffeln sollte. Ja, Wohlstand 1 bis 4, weise ich immer darauf hin. Gott sei Dank haben wir hier richtig exponentielle Funktionen, dass wenn man sich um seinen Wohlstand kümmert, der also auch wirklich hochgeht, leider kümmert sich fast niemand um den Wohlstand und sagt, ja, ich sterbe ja sowieso und so. Ne, was soll ich mal nachkommen, was aufsparen? Dass er aber vielleicht selber das Geld im Alter noch braucht, weil er auf einmal unsterblich wird, weil das in Sichtweite ist, daran denken wenige. So, damit wird die Anzahl an Unsterblichen oder erstmal Menschen mit verlängerter Lebensspanne ganz langsam zunehmen, weil das nämlich nur erst die Milliardäre und später die Millionäre werden. Und unsere Ethikkommission und wer alles da an politischen Parteien drin rumkrautet, die werden alle dagegen sein. Alle. Restlos. Linke, die Reichen dürfen nicht, wir sollen alle sterben. Und die Konservativen, der liebe Gott hat es verboten, wollen das auch nicht. Also dieser Weg, der aber so konsequent von allen Wissenschaftlern auf der Welt beschritten wird, den kann keiner aufhalten. Es wird es also nur in Deutschland nicht geben. Und dann wird es genauso laufen wie die Araber, die nach München kommen, um sich hier ein Zahnimplantat machen zu lassen oder irgendeine Operation rechts der Isar oder in Großhadern machen zu lassen bei den Top-Kliniken in Deutschland. Die kommen hochgeflogen, löhnen hier eine Menge Geld, kriegen das gemacht und fliegen wieder zurück. Ich habe einen Bekannten, der ist Zahnarzt, der macht das ein bisschen anders. Der fliegt runter in die arabischen Länder
und ist dann dort vor Ort und macht dort dann die ganzen Implantate. Das wird dann für die Araber erschwinglicher, weil dann der ganze Flug und das Hotel und so weiter alles wegfällt. Ja, und so gibt es dann hier Tourismus hin und her, ne? Medizinischer Tourismus hin und her. Ja, wird alles passieren. Und die, die das anbieten können, die werden, diese Volkswirtschaften werden großen Sack Geld einschieben. Und eine der stärksten Volkswirtschaften in dieser Hinsicht ist Singapur. Die haben also eine Mordsuni und die kümmern sich genau um diese Dinge. So, die Anzahl an diesen Unsterblichen oder mit verlängerter Lebensspanne wird langsam zunehmen. Und zwar, wenn wir 2050 soweit sind, nimmt ja sowieso die Bevölkerung der Erde ab. Das habe ich mal hier beim Hans Rosling beschrieben, wie wir also das Maximum von 9 Milliarden in 2050 erreichen werden. Und dann habe ich auch noch was über die Fertilitätsraten der Frauen gesagt, wo wir sehen, dass also die Deutschen schon ganz massiv abnehmen. Und das geht jetzt ganz, ganz rapide, weil wir einfach nicht nur wenige Kinder pro Frau, 1,3 Kinder pro Frau haben, wir haben auch nur ganz wenige Kinder pro 100.000 oder pro 1.000 Einwohner. Also wir nehmen da jetzt mittlerweile rapide ab, weil schon die Müttergeneration so klein war. So, also da wird dann die Weltbevölkerung mit abnehmender Geburtenrate der Frauen, wird also abnehmen und kann jetzt durch länger lebende und Sterbliche aufgebaut werden. Und je bezahlbarer die Geschichte wird, und hier weise ich mal auf das 23andMe Video hin, wo also die Sequenzierung eines Teils des eigenen Gensatzes, der sich um 200 Genkrankheiten kümmert, noch vor Jahren $999 gekostet hat und jetzt nur noch $99 gekostet hat, so werden auch diese Unsterblichkeitstherapien von anfangs 5 Millionen oder 1 Milliarde rapide sinken, bis wir irgendwann auf $100.000 angekommen sind. Wenn man sich anschaut, was also jetzt der Flug in den Weltraum kostet, momentan was 200.000 und irgendwann sind wir bei 20.000. Ne? Da muss ich auch mal ein paar Kröten zur Seite legen, weil den Weltraum wollte ich auch noch mal. So, also da wird die Anzahl erst langsam zunehmen und dann hier exponentielle Funktionen, rapide. Und dann wird auch irgendwann die Weltbevölkerung zunehmen, weil einfach diese Unsterblichen da einen größeren Prozentsatz ausmachen. In Deutschland leben momentan, neueste Bericht ist rausgekommen, was war es? Bundesbank, glaube ich, hat ihn rausgebracht, leben 1 Million Millionäre. Gut. Wenn man hier in Seeshaupt am Starnberger See mal hinguckt, da ist ja jeder Dritte ist ja da Millionär, ne? Weil einfach die Grundstücke und die Häuser bei uns so teuer sind, wer da ein abbezahltes Haus hat, das abbezahlte Haus seiner Eltern, da reingeboren ist, der ist Millionär. Ne? Also das ist ein bisschen unfair zu zählen. Es wäre sinnvoller zu zählen die Einkommensmillionäre, also die, die jedes Jahr 1 Million Euro zu versteuerndes Einkommen haben. Da sinkt die Zahl dann rapide auf 20.000, 30.000 in Deutschland oder sind schon 40.000, das nimmt permanent zu. Weil wir eine gewisse Geldentwertung haben, dass die Zahlen automatisch zunehmen, aber auch unser Wohlstandsgewinn in unserer Volkswirtschaft so groß ist, dass hier die Anzahl der Millionären zunimmt. So, wer jetzt die Lebensverlängerung auf 130 oder 150 Jahre schafft, der hat es auf ewig geschafft. Weil diese 130, 150 Jahre geben uns 30, 50 Jahre mehr Zeit, in dem diese exponentiellen Funktionen wirken. Ja, und bis dahin haben wir es dann für alle Menschen geschafft. Der Ray Kurzweil, den ich hier schon mehrfach zitiert habe, der hat ein Buch geschrieben, The Singularity is Near. Das wird uns sehr schwer helfen, dass also diese extrem anwachsende Rechenleistung der Computer uns dort massiv helfen wird, weil Gentechnik, auf die es heute dann ankommen wird, bedeutet Rechenleistung. Weil die ganzen Gensequenzen, die muss man alle zählen, ne? Und dann hat er noch ein Gesetz postuliert, und zwar das Gesetz der beschleunigten Erträge, Accelerating Returns. Das heißt, die wissenschaftlichen Zugewinne werden exponentiell steigen. Nichts anderes als diese Kurven. So, wenn nun die Bevölkerung dann irgendwann steigt, weil gut, die alten Säcke, die werden sich nicht nochmal so oft fortpflanzen wollen. Und wer mal 100 ist und seine Kinder und seine Enkel und seine Urenkel mit hat aufwachsen sehen, hat dann irgendwann keine Lust mehr, eigene Kinder zu haben. Da sagt er, die Arbeit lässt für andere machen. Aber wenn keiner mehr stirbt, dann nimmt die Bevölkerungszahl wieder massiv zu. Und dann ist es Zeit für den Menschen auszuwandern. Bis dahin haben wir auch
entsprechend Technologie, Energien, Wohlstand aufgebaut, dass wir zu einer Population werden können. Ja, da gibt es diese Typ 1, Typ 2, Typ 3 Zivilisationen. Typ 1 Zivilisation hat die gesamte Energie des Sonnensystems zur Verfügung. Das heißt, kann im gesamten Sonnensystem reisen, kann sich überall niederlassen, fängt die gesamte Energie der Sonne auf. Typ 1 Zivilisation, wir sind auf dem besten Wege dahin und in 100, 200 Jahren können wir das locker geschafft haben, dass wir also unser Sonnensystem komplett versorgt haben mit Homo sapiens. Da weise ich mal auf Mars One hin. Ja, da soll es den ersten private Besiedlung des Mars geben. Könnte aber auch eine Finte sein, so ein Hoax. Aber dann können wir irgendwann zum Typ-2-Zivilisation werden. Das heißt, es erschließt sich uns die gesamte Energie unserer Galaxis und Typ 3 wäre das gesamte Universum. Wenn wir lang genug leben, 300 Jahre leben, dann können wir uns auch mal 100 Jahre Flug zu irgendeinem nächsten Planeten, um irgendwie nächste Sonne oder übernächste Sonne, können wir uns dann leisten, weil so viel Zeit haben wir. Wir leben ewig. Ne? Wir haben schon hunderte extrasolare Planeten gefunden. Täglich werden mehr gefunden. Gerade werden neue Teleskope gebaut, mit denen man dann auch kleinste Planeten finden kann und auch Strukturen auf diesen Planeten sehen kann, dass man da also auch richtig gucken kann, wie sieht der Planet aus? Macht das Sinn, dahin zu fliegen? Wie ist die Atmosphärenzusammensetzung im Detail, dass man das Licht, was durch die Atmosphäre des Planeten durchkommt, im Prinzip untersuchen kann, was für Gase sind in dieser Atmosphäre drin? Lohnt es sich, dahin zu fliegen oder nicht? Es wird keine 10 Jahre aus meiner Sicht mehr dauern. Und ich sage das alles, weil ich Luft- und Raumfahrttechniker bin und mich um diese Themen wirklich kümmere und gerne lese. Es wird keine 10 Jahre dauern, bis wir einen geeigneten Planeten gefunden haben. Aber wir brauchen noch gehörige Wohlstandsgewinne nach diesen exponentiellen Funktionen, bis wir ausreichend Energie zur Verfügung haben, dass wir Raumschiffe zu anderen Sternen schicken können, die dann 100 Jahre unterwegs sind. Ne? Tja, was ist jetzt, wenn der Planet nicht so ganz unseren, wir fliegen da jetzt hin und jetzt war er doch nicht so ganz für uns geeignet. Bisschen zu viel dies Gas in der Atmosphäre, bisschen zu viel das, die Proteine von den Pflanzen nicht ganz so machbar. Tja, dann können wir mit der Gentherapie, die wir bis dahin hundertprozentig beherrschen, auch unseren Körper so weit verändern, dass wir auch diese fremde Nahrung werden verdauen können. Und dann werden wir zu Einheimischen auf diesem fremden Planeten. Alles ganz weit in die Zukunft gedacht, sicherlich noch erstmal 50 Jahre hin, bis die ersten Menschen ihre Lebensspanne massiv verlängern können, künstlich verlängern können. Und dann nochmal 100 Jahre hin, bis wir die entsprechenden Emigrationstechniken aus dem Sonnensystem heraus erfunden haben. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und mit ein bisschen Glück, ein bisschen Statistik und bisschen viel Arbeit zur Wohlstandserzeugung haben auch wir die Chance, unsterblich zu werden. Die Generation unserer Kinder und die Generation unserer Enkel, die haben wirklich lange Lebenserwartungen im Sinn. Das war's ums ewige Leben. Ha! Der Schotter sagt, fällt mir ganz spontan ein. Finden wir die richtige Menge Whisky, die wir jeden Tag trinken, werden wir ewig leben. Leider hat es noch keiner so wirklich geschafft. Ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.